BR Heimat, Wald und Gebirge. Servus und grüß Gott, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Frischluftsendung, zu unserer Berg- und Wandersendung auf BR Heimat. Ich bin der Andreas Estner und ich freue mich sehr, dass wir Sie durch Ihren Samstagvormittag begleiten dürfen. Sonniges Frühlingswetter, milde Temperaturen und auf einige Berg der bayerischen und österreichischen Alpen ist noch genügend Schnee. Das zirkt die Skitourengeher jetzt magisch in die Höhe. Und auch wir sind in dieser Stunde akustisch auf Skitour. Heute sind wir auf der steirischen Rax. Diese Kalkalpen haben da schon einen sehr hochalpinen Charakter. Also die Rax, da ist schon felsig, also da ist schon ein bisschen zum Aufpassen. Außerdem sind wir unterwegs auf einer Weitwanderung durch die Kitzbüheler Alpen mit einem sagenhaft schönen Aussichtspunkt. Das Jakobskreuz, das ist das höchste begehbare Kreuz der Welt. Also ist ca. 30 Meter hoch und man hat da wirklich einen sagenhaften Rundumblick auf die Bergwelt des Billerseetals bzw. der Kitzbüheler Alpen. Und wir reden über ein ernstes Thema. Es geht darum, dass man am Berg auch umkehren können muss. Außerdem schauen wir gleich wieder aufs Bergwetter an diesem Wochenende mit der Wetterdienststelle in Innsbruck. We'll be right back.
Wald und Gebirge. Es steht uns ein Frühlingswochenende bevor, wie aus dem Bilderbuch. Monika Weiß in der Wetterdienststelle in Innsbruck. Es scheint heute von der Früh weg die Sonne, am Vormittag ist der Himmel sogar wolkenlos. Aber selbst am Nachmittag entstehen auch nur ein paar harmlose Quellwolken über den Berggipfeln. Die sorgen maximal für ein bisschen Schatten. Und es ist wahnsinnig mild für diese Jahreszeit. Die Temperaturen liegen in 2000 Metern zu Mittag bei 6 Grad. Und dazu weht eigentlich kaum Wind. Und genauso schön ist der morgige Sonntag. Nördlich wie südlich des Alpenhauptkamms ist kaum eine Wolke zu sehen. Der Wind bleibt schwach und die Temperaturen unverändert hoch, mit einer 0-Grad-Grenze zum Mittag bei etwa 2700 Metern. Liebe Monika Weiß in der Wetterdienststelle in Innsbruck, es ist natürlich so, dass wir eigentlich sehr auf Regen warten, auch in Bayern. Wie schaut in der nächsten Woche aus? Montag vorerst noch keine Änderung. Am Dienstag stellt sich dann das Wetter doch um. Mit Westwind ziehen zunehmend hohe Wolken auf, bleibt aber noch trocken. Am Mittwoch dann in den Südalpen schon leichter Regen und Abkühlung mit Schnee ab 1500 Metern. In den Nordalpen der Föhn. Und ab Donnerstag dann überall der doch schon von vielen ersehnte Niederschlag und deutliche Abkühlung. Dankeschön, Monika Weiß in der Wetterdienststelle in Innsbruck. Ja, mit den Lawinen, ich weiß auch nicht. Wir fragen die Franziska Ehrensberger in der Lawinenwarnzentrale. Wir haben im Moment in den Bayerischen Alpen relativ günstige Verhältnisse. Wir haben heute Vormittag eine geringe Lawinengefahr, die dann im Tagesverlauf in den Berchtesgadener, den Werdenfelser und den Allgäuer Alpen auf mäßig, also die Warnstufe 2, ansteigt, weil wir da einfach noch ein bisschen mehr Schnee haben. Insgesamt herrschen auf den paar Touren, die man im Moment jetzt von unten noch losgehen kann, aber ziemlich gute Tourenbedingungen, und wenn man da die richtige Abfahrtszeit erwischt, dann kann man noch ganz schöne Zielabfahrten haben. Dankeschön, Franziska Ehrensberger in der Lawinenwarnzentrale. Thank you.
Wald und Gebirge, schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn die Berge zwischen Zugspitz und Wendelstein als Münchner Hausberge bezeichnet werden, dann hören das die Einheimischen zwischen Garmisch und Oberaudorf oftmals nicht ganz so gern. Man kann schon ein Stirnrunzeln ernten. Ähnlich ist das in der Steiermark. Wenn die steirischen Gipfel als Wiener Hausberge bezeichnet werden, dann runzelt auch dort mancher Steirer die Stirn. Aber so eng sollte man das Ganze auch wieder nicht sehen. Historisch ist halt dann doch schon meistens so, dass die Bürger der Großstadt die Gebirge einst für den Bergsport erschlossen haben. In Bayern und auch in der Steiermark. Dort im Osten von Österreich war das gleich von Anfang an so, hat mein Kollege Volkert Lenz auf der steirischen Rax erfahren. Und so war seine Skitour auch sowas wie eine Geschichtsstunde. Spätestens dann, wenn er vor einem der hochherrschaftlichen Berghäuser gestanden ist, die viele steirische Gipfel zieren. Das Preiner Gscheid am Semmering. Ein Gebirgspass, der Niederösterreich von der Steiermark trennt. Wer in die Runde schaut, sieht das waldige Mürztal unter sich und die sanft anmutenden Fischbacher Alpen gegenüber. Wer den Blick aber, wie der Kindberger Skiführer Andreas Steininger, nach oben richtet, der hat das Raxmassiv vor Augen und muss den Kopf ganz schön in den Nacken legen. Diese Kalkalpen haben da schon einen sehr hochalpinen Charakter. Also die Rax, da ist schon felsig, also da ist schon ein bisschen zum Aufpassen. Das Ziel heute ist die Heukuppe. Mit 2007 Metern der höchste Punkt an der Rax. Am Wachsriegelhaus vorbei landet man schnell im Kahlgraben, die Krux der Skitour. Hier ist es häufig schattig, eisig und sowieso steil. Fast ein bisschen bedrohlich geht es neben den Felsabbrüchen der Raxenmäuer einher. Unweit hat sich eins der ersten touristischen Lawinenunglücke in den Ostalpen abgespielt. Als an einem Märztag 1896 dort drei Bergsteiger vom Schnee verschüttet wurden, wie der Alpinhistoriker Hannes Notnagel aus Mürzzuschlag weiß. Auf den Fuß dieser Raxenmäuer, da haben sie gemerkt, dass eine Lawine abgegangen ist. Man machte sich natürlich dann sofort auf die Suche, hat ausgegraben. Den drei Vermissten half das zwar nicht mehr. Doch nach diesem Unfall gründete man in Wien den österreichischen Bergrettungsdienst. Weiter auf der Skitour zur Rax. Alsbald taucht oberhalb des Steilhanges ein stattlicher Bau auf, das Karl-Ludwig-Haus. Das Gebäude erscheint nun ja großzügig oder sogar protzig und ist typisch für die Region. Gipfelhäuser gibt es hier auf vielen Bergen. Am Stuhleck das Alois-Günther-Haus, am Hochschwab die Schiestelhütte, auf der Feitsch das Graf-Meran-Haus oder das Erzherzog-Otto-Schutz-Haus auf der Raxalpe. Wohlhabende Wiener bezahlten die Bauten am Ende des vorvergangenen Jahrhunderts, so der Alpingeschichtsforscher Notnagel. Wer hatte Zeit und wer hatte Geld? Und das waren halt Adel, waren die Bürger. Die Bauern, die mussten sowieso ihre Lebensgrundlage den Bergen abgewinnen. Und die hatten nicht den Gedanken, vielleicht irgendwann noch zusätzlich hinaufzugehen auf diese Bergwelt. Überall wurden Hütten relativ knapp unter dem Gipfel gebaut, als Unterkunft für die Touristen. Die Leute sind von Wien herausgefahren über den Semmering mit dem Zug und haben da oben richtig gewohnt, ein, zwei Wochen lang. Bergführer Steininger weiß auch, dass die Kammern in den Hütten hochherrschaftliche Namen trugen. Er hat in seiner Jugend im Karl-Ludwig-Haus gejobbt. Da war die Habsburger Zeit zwar schon lange vorbei, aber das Flair war noch zu spüren, sagt er. Also in dem Karl-Ludwig-Haus, und das ist in anderen Hütten auch, gibt es richtige Zimmer, die Namen haben, die wirklich gemietet waren von den Adeligen, von den Bürgern. So hatten die richtige Zimmer, die ihnen gehörten. Wenn die gekommen sind mit Kind und Kegel im wahrsten Sinne des Wortes, ist man da eingezogen und hat da dann residiert und hat da dann Urlaub gemacht. Vom Berghaus ist es jetzt nicht mehr weit bis zum Gipfel der Heukuppe. Ein verschneiter Rücken leitet hinauf, heute bei bester Sicht kein Problem. Doch manchmal kehrte die Rax auch ihre hochalpine Seite heraus. Für diese Tage haben die Bergretter vorsorglich die Route mit dicken Holzstangen markiert. Wenn man da in Nebel kommt, in Sturm kommt, ist oben eine Orientierung auch selbst für Leute, die sich gut auskennen, ist es schwierig. Also ich muss auch sagen, ich bin auch schon auf der Rax mit GPS herumgegangen, weil die Orientierung ganz, ganz schwierig ist, wenn da Nebel einfällt. Also da ist die Stangenmarkierung ist sicher für manche schon Lebensrettung gewesen. Wie gut, dass am Gipfel ein 5 Meter hohes Monument steht. Zum Heldengedenken ist einem angesichts des kalten Windes zwar nicht zumute, aber wenigstens lässt sich das Panorama im Schutz des steinernen Klotzes ausgiebig betrachten. Dachstein und Gesäuse auf der einen Seite, das Wiener Becken auf der anderen. In der Ferne meint man sogar, den ungarischen Plattensee blinken zu sehen. Jedenfalls verschwinden die Berge gen Osten allmählich in der Ebene. Hier sind die Alpen fast zu Ende. Thank you.
BR Heimat, Wald und Gebirge. Wald und Gebirge, der Samstagvormittag. Der Frühling hält Einzug in Bayern. Aber oberhalb von 1500 Meter, da herrscht noch der Spätwinter. Durch seine spätwinterliche Berglandschaft zu wandern, das kann etwas Meditatives haben. Wenn man sich nicht auf Schneeschuhe, Ski oder andere Ausrüstung konzentrieren muss, sondern einfach bloß gehen und schauen kann. Wer dann noch viele Kilometer laufen möchte, ohne über sein Gepäck und seine nächste Übernachtung nachdenken zu müssen, kann das zum Beispiel in den Kitzbüheler Alpen recht bequem machen. Auf dem Catwalk. Da wird den Wanderern nämlich der Koffer oder der Rucksack von einer Etappe zur anderen transportiert. Mein Kollege Bernd Uwe Gutknecht hat dieses Angebot genutzt und am Wegesrand interessante Gefährten getroffen. Auf den vier Etappen des Catwalks werden mir einige alte Bekannte begegnen. Bekannte Berggipfel. Der erste grüßt gleich am Ausgangspunkt in Hopfgarten. Die Hohe Salwe. Ich grüße zurück und stapfe los auf dem verschneiten Winterwanderweg.
Und ich begegne auf den 4 Etappen einigen neuen Bekannten. Bei meinem ersten Stopp in Westendorf laufe ich Hugo Thaler über den Weg. 77 Jahre jung und fit wie eine Gams. Seine Passion? Skitouren gehen. Dutzende pro Saison. So 3 Stunden hoch und dann runter, dann ein bisschen sitzen bei einem Weißbier und eine Kleinigkeit essen. Und um 2 kommen wir wieder nach Hause. Zwischen 80 und 100 Skitouren im Winter. Wenn es auch wenig Schnee hat, wenn man Inside ist, dann weiß man immer, wo ein schöner Schnee ist. Gemsen sieht man. Die sind oft dann auf die Bergrücken, wo der Wind viel gegangen ist, in den Appa. Und da sind dann die Gemsen. Diese erste Etappe ist genau richtig zum Warmlaufen für mich. 10 Kilometer über Wiesen und Waldwege durch leicht kupiertes Gelände. Mein Begleiter auf der zweiten Etappe ist das Kitzbüheler Horn. Früh am Morgen ist es noch weit weg, 16 Kilometer. Ein paar dieser Kilometer lege ich auf Langlaufskiern zurück. Die Loipe verläuft hier meistens parallel zum Wanderweg. Mittagspause in Brixen im Tale und wie es der Zufall so will, stehe ich plötzlich vor einer Schnapsbrennerei. Die Brennerei gibt es schon seit 1651. Da hat es noch Brennhäusl geheißen. Die Brennerei Erber ist die älteste in Tirol. Der Brennmeister Christian Schmidt führt mich durch die altehrwürdigen Räume. In den glänzenden Kupferkesseln reifen Marillen, Birnen oder Zirbenschnaps. Es gibt zweierlei Zirben. Einmal den Zirbengeist, der wird abgebrannt. Und einmal den Zirbenlikör, der wird nur angesetzt und abgefiltert. Ja, der ist sehr harzig. Bis nach Kitzbühel lasse ich mich im Skibus schippern und wandere dann an der Flusspromenade weiter. Zusammen mit Bianca Sodamin von der ansässigen Touristinfo. Die Großache, die ist eigentlich ein Wasserverlauf, die wo es im Bereich von Pasturen in Salzburger Pinzgau entspringt. Sie fließt eigentlich durch Salzburg und Tirol, wechselt ihre verschiedenen Namen. Von meiner Ortschaft her, da sagt man die Windauer Ache. Da in Kitzbühel ist es die Großache. Fließt eigentlich bis nach Deutschland. Und endet nachher in Grabenstedt in Chiemsee. Wunderbar, wie sich die Ache durch schneebedeckte Felsbrocken im Flussbett ihren Weg bahnt, vor sich hin strömt und strudelt. Die Fichten, Kiefern und Birken am Ufer spiegeln sich im eisigen Wasser. Die dritte Etappe beginnt am Schloss Münichau bei Reit. Es geht leicht bergauf durch ein Waldstück und dann an den schön gelegenen Gieringer und Vogelsberger Weihern vorbei. Auf dem historischen Römerweg erreiche ich Oberndorf in der Nähe von St. Johann. Und hier ist der Penzinghof mit einem sehr nachhaltigen Konzept. Neben dem Hotel steht der Bauernhof, daneben die eigene Käserei. Andreas ist eines der 6 Kinder der Familie Lindner und zuständig für die Kühe und den Käse. Wir haben 50 Kühe, natürlich hat da jeder einen Namen. Wir machen hauptsächlich Schnittkäse, verschiedene Sorten, dann auch noch Joghurt, jede Woche frische Butter und Buttermilch. Die kleine Mu ist ein Frischkäse und verschiedene Aufstriche, zum Beispiel mit rote Beete, Meerrettich. Seine Schwester Christine ist Köchin und die Chefin im Hotel. Vorspeis haben wir jetzt zum Beispiel ein hausgemachtes Pastrami. Das ist so weit gegartes Rindfleisch und dann geräuchert. Das hat uns der Metzger von unserem Fleisch gemacht mit einem hausgemachten Parmesaneis. Und Hauptspeise haben wir entweder ganz klassisch einmal einen Kalbsrahmbraten vom eigenen Kalbfleisch oder ein gekochtes Rindfleisch oder ein Rumpsteak oder so irgendwas. Auch die ganzen Innereien, ob das Kalbsleber ist oder ein Beischel oder das Kalbsbries, wird alles verwertet. Und eine Nachspeise, dass wir einen Topfen-Soufflé oder sowas mal machen oder einen Topfenmus. Gut gestärkt steht am nächsten Tag die 4. Etappe an. Rund um St. Johann heißt mein Begleiter Wilder Kaiser. An einigen Dörfern vorbei geht's durchs Pillerseetal. Schon von Weitem erkenne ich die Buchensteinwand, auf deren Gipfel das Jakobskreuz thront. Das Jakobskreuz, das ist das höchste begehbare Kreuz der Welt. Also ist ca. 30 Meter hoch. Und man hat da wirklich einen sagenhaften Rundumblick auf die Bergwelt des Pillerseetals bzw. der Kitzbüheler Alpen. Marion Pichler vom Pillerseetal-Tourismus begleitet mich auf der Schlussetappe. 63 Kilometer ist der Catwalk lang, die 1100 Höhenmeter sind sehr gemütlich zu gehen. Wer das komplette Paket bucht, bekommt 5 Übernachtungen, den Gepäcktransport zur nächsten Unterkunft und die Rückfahrt vom Ziel zum Start.
So kann man sich rundum sorglos auf jeden Schritt im Schnee konzentrieren. Bernd Urbi Gutknecht war in den Kitzbüheler Alpen unterwegs. Wald und Gebirge, gleich reden wir über ein wichtiges Thema beim Bergsteigen und beim Skitouren gehen, nämlich über das Umkehren können. Thank you.
Die Zahlen, die wir Ihnen jetzt präsentieren, sind tragisch. Sie sind unendlich traurig. 50 Menschen sind im vergangenen Jahr in den Bayerischen Alpen tödlich verunglückt. 18 davon allein in den Berchtesgadener Alpen. Anlass, dass wir uns einmal mit dem Thema Umkehren am Berg auseinandersetzen. Mein Kollege Manfred Wöll, der sehr viel in den Bergen unterwegs ist, appelliert ausdrücklich an das Verantwortungsbewusstsein der Bergsteigerinnen und Bergsteiger und erzählt von einer Skitour in Davos, wo er seine bisher schwerste Entscheidung hat treffen müssen, sich der Gruppendynamik zu widersetzen und eben nicht in einen für ihn zweifelhaften und möglicherweise gefährlichen Hang einzufahren. Manchmal machen Berg auch nachdenklich. Also wenn ich jetzt so vom Geigelstor hier in die Chiemgauer Alpen nach Osten zu die Berchtesgadener Alpen schaue, dann denke ich an das, was ich zu Jahresanfang gelesen habe. Nämlich, dass im vergangenen Jahr 50 Menschen in den Bayerischen Alpen tödlich verunglückt sind und 18 davon in den Berchtesgadener Alpen. Und wenn ich sowas lese, dann fällt mir ein, wie wichtig Umkehren am Berg sein kann. Das tut keiner gerne, ich weiß schon, ich auch nicht. Aber ich finde, dass das eine ganz wichtige Erfahrung ist. Wenn ich zurückdenke, ich bin jetzt wirklich viel in die Berge unterwegs, ich bin auch ab und zu einmal umgedreht. Im Sommer mal an der Hohen Munde im Mieminger Gebirge, da wollte ich von der Rauthütte aus rauf, eine Viertelstunde vom Gipfel bin ich schlagartig umgedreht, weil es plötzlich donnert hat in der Nähe. Ja, ein Gewitterbrei nicht am Gipfel. Das hat sich dann verzogen, aber das hast du vorher nicht wissen können. An der Seekarspitze am Aachensee, übrigens einer meiner Lieblingstouren, gell? Von dort die Überschreitung rüber auf die Seebergspitze, grandios. Aber da hätte ich einen Schneeball hinwerfen können, aufs Gipfelkreuz der Seekarspitze, so nah bin ich dran gewesen. Da war so ein Föhnsturm, bin ich auf alle Viere gegangen. Dann habe ich Angst gehabt, mich blast links über die steilen Felsen runter. Bin ich umgedreht, kurz vorm Kreuz. Wegen Orkanböen habe ich einmal darauf verzichtet, von der Upsspitz rüber zum Daniel zu wandern, oberhalb von Ehrwald. Aber vielleicht mag ich ja bloß keinen Wind. In Davos, na, das war besonders schwer. 13 Leute waren wir auf Skitourenwoche, auf einer Selbstversorgerhütte. Einige haben sie ziemlich gut auskennt, aber die Lawinensituation, die war nicht eindeutig, die war schwierig. Da haben sie überlegt, gell, heute der Berg, heute nicht, lösen wir eine Lawine aus. Na, wie gesagt, Leute, ich nicht. Bin ich zurückgeblieben. Dieser Gruppendynamik, sich zu widersetzen, das war vielleicht meine bisher schwerste Entscheidung. Das Umdrehen am Berg, dass man also sein Ziel nicht erreicht, das ist nicht einfach. Am schwierigsten, das ist meine Erfahrung, ist der Moment, in dem man die Entscheidung trifft, weil man ja selber gerade enttäuscht ist. Und dann die ersten 5 oder 10 Schritte, wo man dann retour geht, da ist vielleicht ein bisschen Frust dabei. Aber später kommt man in die Phase, wo man dann seine Entscheidung genau richtig findet. Und noch später ist man vielleicht sogar total zufrieden mit sich, dass man so ein verantwortungsbewusster Bergsteiger ist. Das Umkehren in die Berg, das gehört manchmal dazu. Umkehren muss man können und es ist manchmal vernünftiger. Überhaupt muss man nicht zwingend auf hohe Berg steigen. Wandern in die Ebene ist auch schön. Und gleich machen wir eine nette Frühlingsrunde rund um Benediktbeuern. Thank you.
Es muss beim Frühlingswandern nicht immer zwingend weit den Berg hinaufgehen. Es darf einmal ganz flach sein. So wie im Blauen Land in Oberbayern. Am Kloster Benediktbeuern startet ein schöner Rundweg mit prächtiger Aussicht, mit verschiedenen Lehrpfaden und passend zur Jahreszeit mit einem Fastenweg. Mein Kollege Chris Baumann ist diese 12 Kilometer lange Traumrunde durchs Moor und an der Loisach entlang gegangen. Vom Kloster Benediktbeuern führt das erste Wegstück durch eine Allee mit Bergahorn, Eschen, Pappeln und ein paar Eichen. Dann öffnet sich der Blick über das Loisach-Kochelseemoor. Pater Karl Geisinger ist immer wieder fasziniert von dieser Aussicht. Herzog Standheimgarten, den tiefen Einschnitt des Kesselberges, dann den Jochberg, Rabenkopf, Benediktenwand. Und wenn ich da so in die Runde schaue, kann ich mir gut vorstellen, wie vor der letzten Eiszeit die ganze Gegend ausgeschaut hat. Wo dieser Inn-Isar-Gletscher durch den Kesselberg durchgebrochen ist, wie er die Berge abgehobelt hat, die haben runde Kuppen, und wie er um den Herzogstand oder um die Benediktenwand herumgeflossen ist mit den schroffen, zackigen Felsen. Und wie er hier diese Moränenlandschaft ausgehobelt hat und ein tiefes Becken angelegt hat, in dem der Kochelsee ursprünglich bis kurz vor das Kloster ging. Bevor die Loisach erreicht ist, zweigen vom Wanderweg immer wieder Erlebnispfade ab, die alle vom Kloster angelegt wurden. Nicht ohne Grund, erklärt Pater Karl Geisinger vom Klösterlichen Zentrum für Umwelt und Kultur. Die ganze Fläche, das sind etwa 300 Hektar früherer landwirtschaftlicher Nutzflächen und Wald, gehören nach wie vor zum Kloster Benediktbeuern. Und das Zentrum für Umwelt und Kultur ist verantwortlich für die Ökologisierung dieser ganzen Landschaft und auch für die pädagogische Nutzung. Wir haben also diese Lehrpfade angelegt und pflegen sie auch. Wie den Barfußpfad, auf dem der Wanderer über die verschiedenen geologischen Steinschichten der Benediktenwand läuft, den Schmetterlingspfad, den Moorpfad oder den Gehölzpfad. Es geht darum, mit seinen Sinnen die Natur zu erleben, und dazu haben wir diese sogenannten Lehrpfade. Auch den Klangpfad. Am Bach steht eine schwarze, polierte Granitsäule mit Kerben. Eigentlich sind es so drei Säulen ganz eng nebeneinander. Wenn ich an der Oberfläche mit meiner Hand über den nassen Stein drüber fahre, dann fängt er zu schwingen an, gibt einen wunderschönen Glockenklang. Ein Stück weiter sind mehrere verschieden dicke Granitsteine waagrecht aufgestellt. Mit einem Gummihammer kann man auf die Steine schlagen. Das klingt bei Pater Geisinger nach richtiger Musik. Der liebevoll angelegte Weg begeistert viele Wanderer. Ich finde das Schönste, dass das hier so in der Natur einfach eingebettet ist und man diesen Wechsel hat zwischen Bach und die Geräusche vom Bach, man die Biberburgen zwischendurch sieht und dann wieder die Abwechslung hat auch mit der Musik. Die Wege werden aber nicht von den Ordensmitgliedern alleine instand gehalten, sondern von vielen Freiwilligen, die zum Beispiel nach dem Schulabschluss hier eine Art Praktikum in der Natur verbringen. Ein Stück weiter steht mitten im Moos eine Mühle aus dem Jahr 1680. Die nur zweimal, dreimal im Jahr in Betrieb war, denn hier im Moor wurden die Heilpflanzen gesammelt, die Arnika, die Wasserminze, die getrocknet wurden und dann zermahlen wurden. Sagt Pater Karl Geisinger. Der dreistündige Rundweg führt auf dem Weg nach Bichl erstmal zur Loisach und zum Moor, das mit seinen Birken und Bächen einen ganz speziellen Reiz hat. Ich finde, es ist hier ein magischer Ort rund um das Kloster. Also ich gehe hier unheimlich gern spazieren. Das ist einfach, um Ruhe und Kraft zu tanken. Es gibt zum Beispiel Schautafeln. Da kann man raten, welcher Baum es ist, wie alt Bäume werden können. Finde ich interessant, was die für eine heilsame Bedeutung haben. Für den Rückweg ist gerade jetzt in der Fastenzeit die Lindenallee von Bichl nach Benediktbeuern zu empfehlen. Lili Schöffmann und Christina Schmid von der Initiative Bichl Miteinander haben sich hier etwas Besonderes überlegt und lassen viele Linden in Fastenbäume verwandeln. Wichtig ist uns an der Aktion, dass die Familien oder einfach jeder, der durch die Allee geht, schöne Gedanken mitkriegt. Das ist ganz egal, ob das ein christlicher Wert ist, der vermittelt wird, oder ein Frühlingsimpuls, oder dass es sie einfach freut an dem Weg, dass alles schön bunt ist. 48 Linden werden bis einschließlich Ostermontag von einem örtlichen Paten, einem Motto entsprechend, gestaltet. Jeden Tag entsteht so ein neues kleines Kunstwerk. Zeigt sich mal wieder, was hier einfach zusammengeht und was da für eine Kreativität in den Bichlern steckt. Das ist schon prima, ja. Da freue ich mich auf jeden weiteren Baum. Von der Lindenallee geht es durch Benediktbeuern zurück zum Kloster mit herrlichem Blick auf Rabenkopf und Herzogstand. Thank you.
Es geht langsam auf 10 Uhr zu. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns. Bis um 11 Uhr gibt es noch weitere Berg- und Wanderthemen bei uns. Jetzt dann zuerst der Blick aufs Weltgeschehen, auf die Straßen in Bayern und auf die Wetteraussichten. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Zehn Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Anne-Madeleine Gallert. Die Übersicht. Präsident Zelensky lehnt Gebietsverzichte erneut ab. US-Präsident Biden hält in Warschau Rede zum Ukraine-Krieg.
Krankenhäuser rechnen wieder mit mehr Intensivpatienten wegen Corona. Und das Wetter nach Frühnebel sonnig bis 19 Grad. Kiew. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Gebietsverzichte erneut abgelehnt. In einer Videoansprache sagte er, die Ukraine sei zu Verhandlungen bereit, werde aber keine Gebiete aufgeben, um Frieden mit den russischen Invasoren zu erreichen. Laut dem russischen Generalstab werden sich die Invasionstruppen jetzt auf die Befreiung des Donbass konzentrieren. Teile dieser Region im Osten der Ukraine werden seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Seit Beginn des Einmarsches versuchen russische Truppen, dort weitere Gebiete zu erobern, insbesondere die Hafenstadt Mariupol, die die Separatisten für sich beanspruchen. Indes versucht das russische Militär offenbar weiter mit gezielten Luftangriffen die ukrainischen Streitkräfte zu schwächen. Wie es heißt, wurde die Kommandozentrale der Luftwaffe in Winnizja in der Mitte des Landes mit Marschflugkörpern beschossen und stark beschädigt. Warschau. Am zweiten Tag seines Besuchs in Polen hält US-Präsident Joe Biden heute in der polnischen Hauptstadt eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Laut US-Botschaft ist der Auftritt am Warschauer Königsschloss für den späten Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr geplant. Wie das Weiße Haus mitteilte, steht im Mittelpunkt der Ansprache die Unterstützung der Ukraine. Vor der Rede will sich Biden mit dem Warschauer Bürgermeister über die Hilfe der Stadt für Geflüchtete austauschen. Biden will auch mit Geflüchteten und Vertretern von Hilfsorganisationen sprechen. Auf dem Programm des US-Präsidenten steht zudem ein Treffen mit Polens Staatsoberhaupt Duda. Berlin. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen rechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft wieder mit mehr Patienten auf den Intensivstationen. Vor allem durch Personalausfälle sei die Situation für die Kliniken hochproblematisch, sagte der Vorstandsvorsitzende Gass dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seinen Angaben zufolge müssen derzeit 3 von 4 Krankenhäusern Leistungen einschränken. Das Robert-Koch-Institut hat in den vergangenen 24 Stunden gut 252.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.758, in Bayern bei 2.197. Trotz der Rekordzahlen hält der Virologe Drosten die geplanten Lockerungen für vertretbar. In den ARD-Tagesthemen mahnte er dennoch, die Entwicklung genau zu beobachten und gegebenenfalls nachzusteuern. Berlin. Das Scheitern der Pkw-Maut könnte für den deutschen Staat ein teures Nachspiel haben. Ein Schiedsgericht sprach den Unternehmen CTS Eventim und Kapsch einen Schadenersatzanspruch zu. Die beiden hätten das Mautsystem betreiben sollen. Der Europäische Gerichtshof hatte das CSU-Projekt aber vor knapp 3 Jahren untersagt, weil die Pkw-Maut ausländische Fahrzeughalter benachteiligt hätte. Wie viel Schadenersatz Berlin zahlen muss, steht noch nicht fest. Valletta. Malta wählt heute ein neues Parlament. Erstmals dürfen in dem kleinsten Land der EU auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale haben seit 7 Uhr geöffnet, sie schließen um 22 Uhr. Umfragen zufolge dürfte erneut die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Abela den Sieg holen. Das vorläufige Wahlergebnis soll morgen vorliegen. Winsbach. Der Winsbacher Knabenchor hat einen neuen künstlerischen Leiter gefunden. Ludwig Böhme soll das Amt zum 1. September übernehmen. Er wird damit Nachfolger von Martin Lehmann, der nach Dresden wechselt. Der 42-jährige Böhme war in seiner Jugend Mitglied im Leipziger Thomanerchor. Später studierte er Chordirigieren und unterrichtete das Fach an Musikhochschulen in Leipzig und Halle. Seit 2012 ist er künstlerischer Leiter des Leipziger Synagogalchors. Das Wetter in Bayern. Durchwegs sonnig bei 14 bis 19 Grad. In der Nacht ist es sternenklar und es kühlt auf 1 Grad ab. Die Aussichten in den nächsten Tagen sehr sonnig, am Dienstag dann wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Es ist 10.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A6 Nürnberg Richtung Pilsen in Höhe Leuchtenberg. Ein Unfall. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat.
Wald und Gebirge. Servus und grüß Gott benannt, herzlich willkommen zur zweiten Stunde Wald und Gebirge. Ich freue mich, dass wir Sie durch Ihren Samstagvormittag begleiten dürfen. Gebirge, Samstagvormittag, zweite Stunde, was machen wir? Wir sind natürlich wieder draußen unterwegs und dieses Mal führen uns die Wege nach Mainfranken. Wir besuchen den Winterhäuser Mondweg. Außerdem sind wir unterwegs im Land der Karpfenteiche, nämlich im wunderschönen Aischgrund mit sage und schreibe 4000 Weihern. Und wir machen eine Genusswanderung im Bayerischen Wald im Landkreis Freyung und Grafenau am Fuße des Brodjockelriggel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Thank you.
Vor 50 Jahren hat die Wissenschaftlergruppe des Club of Rome eine brisante Studie veröffentlicht mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«. Dieser Bericht von 1972 sollte zeigen, wie lange die Menschheit noch so weiter wirtschaften kann wie gewohnt. Besonders deutlich sind die Grenzen des Wachstums ja in den Alpen zu sehen. Die Alpen können eindrucksvoll zeigen, wo Grenzen sind. Georg Bayerle mit Überlegungen dazu. Mitten im Herzen der Schweiz, wo sich mit Gotthard, Oberalp und Vorkarpass die Verkehrswege in alle vier Himmelsrichtungen über die Berge erstrecken, liegt Andermatt. Seit 10 Jahren ein Hotspot für Geldflüsse und Luxusbauten, seit der ägyptische Milliardär Saviris dort eingestiegen ist. Das grüne Hochtal, einst Bauernland, wurde Baugebiet und Golfplatz. Der ehemalige Leiter der Kantonalbank, Peter Indergand, erinnerte sich an Ort und Stelle, als die ersten Bälle abgeschlagen wurden. Mein Großvater hat gelebt auf einem kleinen Bauernbetrieb und hatte eine 10-köpfige Familie. Damit sie genug Land hatten oder etwas mehr Land haben, haben sie das ganze steile Gelände noch mit Terrassen terrassiert und so, damit jeder Grashalm genutzt werden konnte für die Lebensgrundlage. Und was macht man jetzt mit dem Mursental? Man spielt darauf. Das geldgetriebene Wachstum hat sich von seinen natürlichen Grundlagen entkoppelt. Die Bergnatur wurde Spielplatz und Kulisse. Der Wandel hier ist zwar extrem, aber doch folgerichtig, wenn schon für die einheimischen Kinder in den Bergdörfern Spielgeräte aufgestellt werden, meint Emil Feutz, Bergführer im Berner Oberland. Wenn wir spielen wollten, dann sind wir halt in den Wald gegangen, sind da rumgerannt oder haben unten an der Lütschine am Fluss irgendan einem Seitenarm unsere Buddy gehabt, oder eiskalt natürlich, oder im Gerinne des Wildbachs irgendwo gestaut, oder, und da splitternackt gebadet. Das war unser Abenteuerspielplatz, nicht wahr? Auf die Bäume geklettert, auf die Steine, auf die Felsen und den Ziegen oder Kälbern nachgerannt und so. Wunderschön. Und heute? Jetzt ist das anders. Jetzt hat man selbst in den abgelegensten Dörflein hat man zum Beispiel Spielplätze errichtet für die Kinder. Die kann man ab Stange kaufen, oder? Und sagt den Kindern, es sei gefährlich im Wald. Komisch. Gerade Risiko lehrt Grenzen und gibt ein Gefühl für die Grenzen. Und so sehr diese Betrachtung über den Abenteuerspielplatz einst und jetzt schmunzeln macht, so genau trifft sie den Kern. Noch vor einem Jahrhundert musste ein abgelegenes Bergtal darauf achten, möglichst autark zu sein, also möglichst vieles im Leben aus Ressourcen innerhalb der eigenen Grenzen zu schaffen, ohne dabei die natürlichen Grundlagen über die Maßen zu schädigen. Heute werden Geld, Baustoffe und Energie von außen hineingepumpt oder die Energie, die es dank Wasserkraft in großer Menge in den Alpen gibt, gleich vor Ort für die Freizeitinfrastrukturen verbraucht. Für den Geografen Werner Betzing gehört deswegen die Alpwirtschaft zu den letzten verbliebenen Praktiken, die zeigen, wie alternative Wirtschaftsweisen aussehen könnten. Wenn wir eine nachhaltige Zukunft wollen, wenn wir ein Wirtschaften haben wollen, was die Umwelt nicht zerstört, wenn wir ein Wirtschaften haben wollen, das nicht extreme soziale Gegensätze aufreißt, dann brauchen wir ein Gemeineigentum. Weil das Gemeineigentum ist quasi eine Sicherung dagegen, dass einer alles machen kann, nur weil er Geld hat. Die Allmende, das Gemeineigentum, die Genossenschaft, die mit vielen Eigentümern dasselbe Stück Land bewirtschaftet, wo Absprachen notwendig sind und die Ressourcen so behandelt werden müssen, dass sie auch im nächsten und allen folgenden Jahren erhalten bleiben, sind Grundgedanken, die jetzt wieder modern werden. Deswegen gibt es viele Gruppen heute, die jetzt diesen Gedanken der Alpwirtschaft ganz progressiv denken und sagen, das ist wichtig für unsere Zukunft. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel, wie ein ursprünglich traditioneller, fast reaktionärer, fast aus der Zeit gefallener Gedanke oder so eine Struktur plötzlich ganz modern wird. Die alpine Kultur hat aus den Limits to Growth, den Grenzen des Wachstums, immer schon eine Quelle der Kreativität und nachhaltiger Lebenspraktiken gemacht. Heutige Beispiele reichen vom Holzbau im Bregenzer Wald zur Almkulinarik im Salzburger Land und dem Zusammenschluss regionaler Produzenten im Vilgratental in Osttirol. Im Defreckental kennt Richard Schneider noch die Potschen oder Fortschen, Filzpantoffeln, die aus den Stoffresten alter Kleider hergestellt werden. Potschen herzustellen in der traditionellen Form ist für die Mutter eine Lebensphilosophie.
Dahinter steckt einfach eine Denkensweise, dass man aus jedem und allem noch irgendwas machen kann, was dann für die Familie auch verwendbar ist und dann Sinn hat. Nicht? Also so wie sie die Fotschen herstellt, das ist ja die ganz traditionelle Form, indem sie eben alte Stoffe von Hosen, Mänteln, die was alles nicht mehr verwendbar, nicht mehr tragbar sind, daraus werden dann noch Fotschen gemacht. Nicht? Es wird eigentlich nichts weggeschmissen. Nicht? Der bewusste Umgang mit Kleidung, Ernährung, Fortbewegung ergibt den Lebensstil. Insofern praktiziert die Bergführerin Lissi Fürstaller einen ganz aus der alpinen Praxis stammenden Outdoor-Style. Klamotten ist bei mir speziell. Ich trage eigentlich schon seit 6 Jahren, glaube ich, das gleiche T-Shirt, die gleiche Hose, weil das einfach mit dem Restlichen gut funktioniert. Also ich versuche immer so wenig wie möglich mitzutragen, weil ich habe natürlich immer Ausrüstungsgegenstände mit, die eh schon den Rucksack füllen. Da bleibe ich so minimal wie möglich. Und solange es nicht kaputt ist, zum einen der Umwelt zuliebe, bleibe ich bei meinem Material und zum anderen, wozu das Geld für etwas ausgeben, wenn es perfekt funktioniert. Bergmenschen und die alpine Kultur haben viel beizutragen zur Lebenspraxis in einer Welt mit Grenzen des Wachstums. Lebensweisen, die durch die alpinen Grenzen entstanden sind, wirken wie Experimente für einen besseren Lebensstil. Auch wenn die Tourismusmaschinerie die Grenzen des Wachstums mit jährlichen Rekordzahlen ignoriert.
Wald und Gebirge am Samstagvormittag. Endlich ist es Frühling. Diese Woche hat uns die Sonne schon verwöhnt und auch die Bäume und Sträucher schlagen schon zaghaft aus. Überall blüht es und grünt es und summt es. Für viele ist das das Startsignal in die Radlsaison. Ob sportliche Tour mit dem Rennradl oder Mountainbike oder ein gemütlicher Radlausflug mit Freunden oder mit der Familie. Zum Beispiel in den wunderschönen Aischgrund in Mittelfranken. Diese ganz besondere Teichlandschaft hat rund 4000 Weiher. Und dort lässt es sich ganz herrlich wandern, radeln und einkehren. Zwischen den mittelfränkischen Landkreisen Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim und Erlangen-Höchstädt bis zur Aischmündung in Oberfranken. Meine Kollegin Uli Nicola ist ein Stickel auf dem Karpfenradlweg geradelt. Wir starten jetzt hier in Weisendorf und fahren den sogenannten Reuter Bergrader hoch. Reut ist hier eine kleine Ortschaft und hier gibt es die einzige Erhebung weit und breit im Aischgrund. Am Waldboden liegt noch das Laub vom vergangenen Herbst. Doch das frische Grün an den Blaubeersträuchern spitzt schon hervor. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Ja, früher war ich schon immer hier, weil unsere Nachbarschaft gemeinsam hier zum Blaubeerzupfen gefahren ist. Und da hatten wir immer kleine Joghurtbecherchen. Ein Joghurtbecher war 10 Cent und das war die Motivation, hier Blaubeeren zu zupfen. Jetzt aber treten die Mountainbiker erstmal den Reuterberg hinauf und suchen die schmalen Pfade im Wald. Wir fahren jetzt so ein paar Trails. Da kann man, wenn man will, rauf und runter fahren. Man kann aber auch einfache Wege fahren, durch die ganzen Blaubeeren durch. Und am Schluss geht es dann durch den Aischgrund zurück nach Weisendorf. Der fränkische Karpfenradweg führt erst durch Lichtenwald, in den das Sonnenlicht fällt. Dann geht es zwischen unzähligen Karpfenweihern durch. Rund 4000 sollen es sein, denn schon vor Jahrhunderten züchteten hier Mönche diesen Fisch extra für die Fastenzeit. Heute ist der Aischgründer Spiegelkarpfen eine geschützte regionale Delikatesse und auch die Landschaft ein Genuss. In Dexendorf gibt es ja einen ganz großen Weiher. Dass wir das haben, finde ich schon toll. So auch als Naherholung und so. Wir machen eine Radtour und genießen das Frühlingswetter. Herrlich, wunderschön. Die Weiher glitzern bläulich-grün in der Frühlingssonne und strahlen eine entspannte Ruhe aus. Sehr schön. Nur ein bisschen windig und der Wind ist kühl, aber sonst ist es super. Endlich Frühling, endlich mal gescheites Wetter. Es passt, es ist traumhaft jetzt, ne? Oh, große Frühlingsgefühle. Mitten auf der Tour kann man in Obermembach einkehren, wo auch schon der Biergarten geöffnet ist. Er liegt idyllisch an den Fischteichen und unter einem großen Nussbaum, der bald die ersten Blätter treiben wird. Das tut gut, endlich wieder in der Sonne sitzen. Das haben wir gar nicht vermutet, dass man jetzt hier auch draußen was kriegt. Ne? In Dexendorf war noch Wind, da hätte ich mich nicht rausgesetzt, aber hier ist ja fast ja, windstill. Ne? Da sollte man jetzt ein Bier trinken. Ne? Also auch, weil wir mit dem Rad da sind, natürlich ein Radler. Ne? Essen und Trinken muss man sich im Wirtshaus Gumbrecht selber holen. Noch wie früher und auf dem Land üblich, am Fenster zur Küche. Hier reicht Silke Gumbrecht dick geschnittenes, frisches Bauernbrot heraus, sodass einem schon beim Anblick das Wasser im Munde zusammenläuft. Wir bieten hauptsächlich fränkische Brotzeit an. Und das Besondere ist eigentlich, dass wir die Wurst alle selber machen. Also Schinken, Stadtwurst, Bratwurstgeheck und Obatz, das sind sehr beliebt. Über den Winter machen wir alle zwei Wochen, dass wir Schlachtschüssel haben am Mittwoch und am Donnerstag. Und die andere Woche gibt es dann Karpfen, also so gebackene und blaue Karpfen. An Karfreitag endet die Karpfensaison dann erstmal und geht im Herbst wieder weiter. Nach der Einkehr führt der Radweg durch die weitestgehend flache Weiherlandschaft. Ein Teich reiht sich an den anderen, ganze Weiherketten in einer feuchten Auenlandschaft. Und bei Großen Seebach liegt ein wenig versteckt am Waldrand die trutzige Hubertuskapelle. Die schaut aus, als wären wir in den schottischen Highlands. So alt, verwunschen, geheimnisvoll, eingewachsen. Ist wirklich ein Lichtblick hier in der Gegend. Ein Ausflug in die Kulturlandschaft Aischgrund bedeutet Genuss pur. Genau das Richtige zum Frühlingsauftakt. Landschaftlich abwechslungsreich und schön und sonnig und einfach entspannend. Sehr schön, das ist sehr flowig. Was viel im Wald ist und an den Teichen entlang, das schaut sehr schön aus. Gemütliche Tour, genau mein Ding. Thank you.
BR Heimat, Wald und Gebirge. Thank you.
Zwischen Winter und Sommer liegt der Frühling und der kehrt natürlich auch im Maintal südlich von Würzburg ein. Zum Beispiel in den Dörfern Winterhausen und Sommerhausen, die nur durch den Fluss getrennt sind. Sommerhausen mit Weintrauben und Sonne im Ortswappen gilt als Künstlerdorf und zieht viele, viele Ausflügler und Touristen an. Ja, und Winterhausen mit Weintrauben und Halbmond im Wappen steht touristisch immer ein bisschen im Schatten des Nachbardorfs auf der anderen Mainseite. Dabei hat Winterhausen durchaus was zu bieten und es ist natürlich nicht das ganze Jahr Winter. Jochen Wopser ist für uns durch Winterhausen gewandert auf dem Winterhäuser Mondweg. Ein bisschen versteckt zwischen Wohnhäusern liegt der Startpunkt des Mondwegs von Winterhausen. Aber es gibt ja die erste der Markierungen, die einen ab hier begleiten. Der blaue Halbmond mit den Weintrauben daneben. Und es gibt die erste von 12 Muschelkalkskulpturen entlang des Wegs. Die Porta Luna, die hüfthohe Mondpforte von Paul Lorenz Kraus. Porta Luna, ja, die Pforte, also muss am Anfang stehen. Und wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, also etliche Wanderungen, wo wir Plätze angeschaut haben. Es waren ja so die Steine im Entstehen und wo soll welcher Stein hin, dass die Skulptur und der Platz zusammenpassen. Der 69-Jährige ist einer der ambitionierten Hobbybildhauer, die aus den Resten einer gesprengten Autobahnbrücke die Skulpturen des Mondwegs geschaffen haben. Und Paul Lorenz Kraus hat durch ehrenamtliches Engagement dafür gesorgt, dass der Weg überhaupt begehbar ist. Der erste Teil der Tour zum Beispiel, denn der alte Hohlweg von Winterhausen war lange völlig zugewachsen und nicht mehr zugänglich. Es sind ja in Winterhausen so verschiedene Klingen, also Einschnitte oder Schluchten, ne? Und dann geht man da im Ort gleich in den Hohlweg rein und ist auf einmal in einer anderen Welt. Denn die Bäume und die bis zu 5 Meter hohe Böschung links und rechts des Hohlwegs schirmen die Straßen- und Dorfgeräusche ab. Und was bleibt beim sachten Aufwärtsgehen, das ist Flora und Fauna inklusive Vogelkonzert. Dann, auf der Anhöhe, öffnet sich der schmale Weg und plötzlich ist da eine Weite. Rechts zieht sich eine Streuobstwiese am Waldrand den Scheinsberg rauf und links schweift der Blick übers Maintal bis zum Steigerwald. Dass die Leute halt begeistert sind von dieser abwechslungsreichen Landschaft, das ist, denke ich, schon einzigartig. Man hat eine wunderschöne Aussicht und man entdeckt immer wieder interessante Sachen. Weil es so verschieden ist, durch den Wald sieht dann ins Maintal runter und ist schon toll. Bei der Bank da vorne sitze ich gerne und das ist schön. Die Bank, die steht neben der Mondguckerin, einer Frauenskulptur, die mit uns den Fernblick genießt. Ja, und dann ist da noch die Weinbergsmauer, die Paul Lorenz Kraus hergerichtet hat. Also die war schon zerfallen, das ist eine uralte Mauer, die den Obst- und Weinbau getrennt hat von dem Ödland, von den Magerrasenflächen. Ja, in den nächsten Tagen kommen dann die Küchenstellen, die Waldanemonen und Feldmannstreu, schon was Besonderes und es ist einfach toll. Es ist schon erstaunlich, wie viele potenzielle Lieblingsplätze der Mondweg auf seinen knapp 6 Kilometern zu bieten hat. Und ein Höhepunkt ist der alte Steinbruch. Bis 1950 wurde hier Muschelkalk abgebaut und ringsum sind gemauerte Gebäude wie eine Schmiede entstanden. Dann fiel das Areal in den Dornröschenschlaf und verbuschte, bis Paul Lorenz Kraus den Ort vor etwa 10 Jahren wiederentdeckt hat. Und dann habe ich mal durch die Büsche gesehen, aha, da sind ja auch Mauerreste, da ist ja was gemauert. Und dann habe ich mich halt so ans Werk gemacht und bin jeden Samstag, Sonntag rauf und habe so ein wenig die Büsche weggemacht. Das war schon Arbeit, das alles zu befreien. Heute ist der Steinbruch ein Ort mit magischer Atmosphäre, mit seinen Mauerresten und Skulpturen inmitten der Natur. Wer will, der kann von hier aus weiterwandern, zum Beispiel auf dem Kulturweg Sonne, Mond und Steine über Gossmannsdorf und Sommerhausen. Man kann aber auch einfach noch ein bisschen bleiben im alten Steinbruch und innehalten, bevor es dann parallel zum Mainufer zurückgeht nach Winterhausen. Für mich hat diese Gegend so was Mystisches, also verborgen. Das ist für mich halt dieser Ort der Stille und Orientierung geworden. Also von daher hat sich die ganze Arbeit hier auch gelohnt. Thank you.
Berge, frische Frühlingsluft aus ihrem Radio. Und jetzt schauen wir in den Bayerischen Wald, in den Landkreis Frei und Grafenau. Eine Genusswanderung hätten wir am Fuß vom Brotjackelriegel. Christoph Thoma nimmt uns mit. Vor dem Rathaus treffe ich Wanderführer Alois Sauer. Wir haben jetzt einen Weg vor uns, der ungefähr 8 Kilometer lang ist. Wir starten bei 450 Höhenmeter ungefähr und der höchste Punkt wird so bei 560, 570 Höhenmeter sein und brauchen dann mal da ungefähr so 3, 3,5, 4 Stunden. Zenting liegt eingebettet in einem nach Süden offenen Kessel. Deshalb führt unser G-Nusssteig an der gotischen Pfarrkirche St. Jakob vorbei, aus der Ortschaft hinaus und dann gleich einmal bergauf. Wir sind jetzt von Zenting weg Richtung Blumau gegangen. Auf dem Genusssteig. Die erste Etappe haben wir jetzt hinter uns. Und wenn man raufschaut, sieht man unseren Hausberg im Sonnenwald. Über den Brotjackelriegel führt ein Strang des Goldsteigs, das größte Wegenetz Europas. Da kennt sich Uwe Stanke aus, Wegewart des Tourismusverbandes Ostbayern. Also es gibt einerseits mal den Hauptweg, der ist knapp 660 Kilometer lang. Das ist ein zertifizierter Qualitätswanderweg, der geht eben über den Brotjackelriegel drüber. Zusätzlich haben wir noch 840 Kilometer Zuwege, Alternativrouten, wie jetzt gerade auf unserer Genussrunde, wo wir unterwegs sind, ist also ein blauer Zuweg zum Goldsteig. Es nieselt, aber beim Wandern gibt es ja kein schlechtes Wetter und hinter Gerading wird es wieder heller. Wir sind jetzt in Gruselsberg angekommen. Wir sehen, dass wir richtig dran sind. Genau, und jetzt geht es dann weiter Richtung Ranfels, immer auf den 29er entlang, Goldsteig zubringen, unser Genuss. Genau. Runde heute, genau. Im Weiler Gruselsberg werden Kabardiner gezüchtet, eine aus dem Kaukasus stammende, geländegängige Gebirgspferderasse. Ihnen macht das Wetter nichts aus, der Matsch unter den Hufen. Es hat eh zu regnen aufgehört. Wir haben sehr, sehr viele Hügel. Es geht 100 Meter auf, 100 Meter rein. Und bis man schaut, bringt man so viel Höhenmeter zusammen, wie man einen großen Berg aufrennt. Jetzt gehen wir gerade durch einen Hohlweg durch, wo noch ganz alte, knorrige Baumstänge, Birken, Orchern, Buchern, die schauen irgendwie ganz unheimlich aus, fast ein bisschen gespenstisch. Naturbeobachtung und Entschleunigung sind die wichtigsten Stichworte unterwegs. Ein bisschen Beschleunigung rausnehmen, einfach runterkommen, durch die Naturbeobachtung, durch die Landschaftsbeobachtung einfach zur Ruhe kommen. Der Weg windet sich über offene Wiesen und kleine Wäldchen. Tiefblicke öffnen sich. Wegkreuze werden zu Wegmarken. Wir haben natürlich den Wildhasen bei uns da, wir haben Wildschweine da. Man sagt, es ist auch der Luchs bei uns sichtbar. An einem Wassertretbecken vorbei, das uns bei dem nasskalten Wetter heute nicht interessiert, erreichen wir nach 1,5 Stunden Ranfels. Die Kirchen- und Burganlage von 1144 hockt markant auf dem Kopf eines Hügels. Wir stehen jetzt mitten im Ort von Ranfels, genauer gesagt vor der Burg in Ranfels, die sehr aufwendig restauriert worden ist. Im Sommer, wenn man herkommt, haben einen schönen Garten dabei, eine Freilichtbühne und so weiter, kann man sie auch sehr schön aufhalten. Wir halten uns nicht auf. Einer der schönsten Wegabschnitte wartet durch lichten Hochwald mit Tiefblicken hinab ins Tal der ruhig meandernden großen Ohe. Die im natürlichen Lauf ist, die sehr verschwungen ist, das total natürlich ausschaut, ein bisschen umwachsen vom Auwald, der ganz weit ausschaut, wo abgestorbene Bäume sind. Der Biber, sieht man auch, hat ein bisschen genagt, wenn man da rundum schaut. Am Scheitelpunkt des G-Nusssteigs lädt der Neuhof zur Einkehr ein. Die Küche ist bekannt,
Uns kommt die Pause vor dem Rückweg nach Zenting gerade recht. Mei, unsere Spezialitäten ist der Zwiebelrostbraten, das Jägerpfandl, ja, und eigentlich alles, was wir auf der Karte haben gegessen. So langsam klingt Wald und Gebirge an diesem Samstag aus. Im Anschluss gibt's gleich 2 Stunden Blasmusik. Voll Freude dabei. Der Andreas Essner wünscht Ihnen jetzt ein schönes Wochenende mit traumhaftem Frühlingswetter und BR-Heimat. Machen Sie es recht gut. Servus, Ade und für Gott beinand. Thank you.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Anne-Madeleine Gallert. Die Übersicht: Russische Marschflugkörper treffen ukrainische Luftabwehrzentrale. Berlins Arbeitssenatorin fordert Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse. Mehrere tausend Menschen fliehen vor Vulkanausbruch auf Philippinen. Und das Wetter nach Frühnebel sonnig bis 19 Grad. Kiew. Nach ukrainischen Angaben versucht das russische Militär weiter mit gezielten Luftangriffen die Streitkräfte zu schwächen. Demnach wurde die Kommandozentrale der Luftwaffe in Winnizja in der Mitte des Landes mit Marschflugkörpern beschossen und stark beschädigt. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen muss noch ermittelt werden. Nach Angaben des Pentagon konnte die ukrainische Luftwaffe bislang eine vollständige Kontrolle des Luftraums durch die russische Armee verhindern. In Moskau hat Russlands Präsident Putin ein weiteres Gesetz unterzeichnet, um die Berichterstattung zu zensieren. Geld- oder Haftstrafen drohen nun bei angeblich falschen Berichten über die russischen Streitkräfte sowie über die Arbeit russischer Staatsorgane im Ausland. Wer aus Sicht des Kreml unrichtige Informationen verbreitet, muss mit Strafen bis 13.500 Euro oder Gefängnis bis zu 3 Jahren rechnen. Berlin. Berlins Arbeits- und Sozialsenatorin Kipping fordert, die Berufsabschlüsse ukrainischer Flüchtlinge schnell anzuerkennen. Dem Handelsblatt sagte die linken Politikerin, zur schnellen Integration müsse eine unbürokratische Lösung gefunden werden. Die Menschen wollten sich mit ihrer Arbeit einbringen. Kipping plädierte außerdem dafür, die Geflüchteten über die Leistungen des Sozialgesetzbuch 2 zu versorgen und nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auf diesem Weg bekämen sie eine Grundsicherung, mit der der Zugang zu Integrations- und Sprachkursen, zu Arbeitsmarktmaßnahmen und schließlich zum Arbeitsmarkt leichter und schneller möglich sei. Jidda. Als Reaktion auf Angriffe von Houthi-Rebellen hat Saudi-Arabien mehrere Luftangriffe im Jemen geflogen. Unter anderem wurden die Hauptstadt Sana'a und die Hafenstadt Hodeida beschossen. Jemenitische Houthi-Rebellen hatten gestern mehrere Ziele in Saudi-Arabien attackiert, darunter eine Anlage des Ölkonzerns Aramco. Eine Rakete war in der Nähe der Formel-1-Rennstrecke in Jidda eingeschlagen. Der für morgen geplante große Preis von Saudi-Arabien soll trotzdem stattfinden. Saarbrücken. Einen Tag vor der Landtagswahl werben die Parteien heute noch einmal um Wählerstimmen. Bei der morgigen Wahl könnte Umfragen zufolge erstmals seit fast 23 Jahren die SPD wieder stärkste Kraft werden. Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU und SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger sind im Wahlkampf-Endspurt noch in verschiedenen Städten im Land unterwegs. Bisher haben CDU und SPD gemeinsam in einer großen Koalition regiert. Im Saarland stellt die CDU seit 1999 den Regierungschef. Manila. Nach einem Vulkanausbruch haben tausende Menschen auf den Philippinen ihre Häuser verlassen. Wie das Institut für Vulkanologie und Erdbebenkunde mitteilte, stieß der südlich von Manila gelegene Vulkan Taal am Morgen Asche und Staub aus. Die Wolke war etwa 1500 Meter hoch. Das Institut rechnet mit weiteren Eruptionen und schließt auch einen Tsunami nicht aus. Der Taal ist einer der aktivsten Vulkane im Inselstaat Philippinen. Als Teil des sogenannten Pazifischen Feuerrings, wo tektonische Platten aufeinanderstoßen, wird das Land regelmäßig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen getroffen. Los Angeles. Der Schlagzeuger der US-Rockband Foo Fighters, Taylor Hawkins, ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Das teilte die Gruppe auf Twitter mit, ohne sich zur Todesursache zu äußern. Die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Rockband ist derzeit auf Welttournee. Hawkins spielte seit 1997 bei den Foo Fighters. Er war als Schlagzeuger an einigen der größten Hits der Gruppe beteiligt, darunter Learn to Fly und Best of You. Das Wetter in Bayern. Durchweg sonnig bei 14 bis 19 Grad. In der Nacht ist es sternenklar und es kühlt auf 1 Grad ab. Die Aussichten:
In den nächsten Tagen sehr sonnig, am Dienstag dann wechselt bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Es ist 11.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn, zwischen Schwabach West und Rastplatz Hochstraße, Behinderungen nach einem Unfall. Und die B304 Wasserburg am Inn Richtung Freilassing, zwischen Stein an der Traun und dem Abzweig nach Traunreuth, ist wegen eines Unfalls für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Soweit die Verkehrsübersicht.